Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zum 21. Part von Mario Bros. Deluxe. Heute cheaten wir uns unseren Weg weiter. Was passiert denn, wenn wir hier hingehen? Candies Minen. Roy's Gefahr am Fließbandfestung. Ach so, wir kommen dann. Ach, guck mal, wir landen sogar hinten drinne. Sind wir jetzt quasi direkt bei Roy? Nee. Ich werde jetzt mal kurz drauf gehen. Merken uns das für den Anfang. Das kann sogar sein, dass das ein Secret Exit gibt dadurch. Also wir können jetzt auf jeden Fall ein Level skippen. Theoretisch. Praktisch machen wir es erstmal nicht. Weil mich zum einen noch interessiert, was es hier vorne für ein Level gibt. Und zum anderen, weil ich jetzt noch wissen will, was passiert denn, wenn wir das machen. Das interessiert mich. Ich bin nur ein kleiner Wicht. Schiebewand, Höhle. Höhlen gefallen mir eigentlich nicht so. Gut, dann gehen wir da runter mit den bösen Pickelkäfern. Ja! Nee. Diese bösen Käfer. Flapflaps, geht weg. Okay, hier wird schon die Schiebmechanik erklärt oder vorgeführt. Komm, hier ist ein Pilz drin. Ja. Meine Nase sagt mir, dass da ein Pilz drin ist. Also ist da ein Pilz drin. Ja, das war voll auf dir drauf, du kleiner Mieser. Okay. Harald. Oh, das war scheiße. Das war richtig scheiße. Gar nicht mal so nice. So, hier auch nochmal rüberhüpfen. Ach ja, da kommen ja Wände. Darum ist die erste Münze. So, die haben wir erledigt. Diese dämlichen Flapflaps. Das war auch. Och, Manu, ihr seid so gemein, gell? Richtig miese Kacke. Dann nochmal. Let's go! Gut, also die erste Münze hatten wir schon mal. Die ist schon mal einfach. Das ist gut. Das freut mir. Badabab. Ha! Ansonsten hole ich mir für das Level jetzt als nächstes, wenn ich jetzt nochmal sterbe, den blauen Yoshi. Der ist halt immer eigentlich so voll OP. Und vor allen Dingen können wir dann die Flapflaps nicht mehr. Die hier. So. Schön ist ja auch, dass die dann nicht nochmal in die Wand zurückgehen. Heißt also, man hat ein bisschen Entspannung. Das wäre so mies, wenn die wieder an die Wand zurückgehen würden. So. Dich würde ich gerne mitnehmen. Jawollo. Du bist der erste Down-Mann. Ich habe gerade überlegt, ob da unten eventuell eine Röhre sein könnte. Anscheinend nicht. Okay, so. Zack, hier rüber. Komm mal her hier, flap flap. Mistviech. Mistviech. Ach, schon wieder. Und da oben ist ein Pilz drin. Mann. Hier. Oh Gott, ja, ich hätte es gebraucht. Scheiße. Ach Gott, nee. Dann ist hier irgendwo noch was. Vielleicht ist da oben noch was. Ich dachte mal gucken, ob man was sieht. Man sieht zwar nichts, aber es wäre zumindest sehr denkbar. Das war ein ziemlich sicker Move. Ich gedacht, dass das so gut klappt. Dlim, dlim, dlim. Schön. Das war jetzt nicht so cool. Lass mich raten. Ein Pilz, natürlich. Was auch sonst. Da oben geht's lang. Mann, ey. Hier bei dem anderen Ding könnte auch noch was sein. Hier sieht man's halt. Aber beim anderen könnte, über dem linken könnte halt auch noch was sein, wegen der unsichtbaren Wand.
Das war der zweite. Weg mit euch. Ihr habt hier nichts mehr in dem Spiel verloren. Nie wieder. Mann, ihr seid kacke! Einmal muss ich noch. Halalala. Ich weiß nicht, wie man da rankommen soll, aber ist mir jetzt gerade relativ Banane. Das war echt viel zu riskant. Kein Bock mehr drauf. Rein da. Einfach rein da. Mann, das war stressig. Okay, da war die letzte Münze. Ich weiß zwar noch nicht, wie man da rankommen soll. Aber gut, wir wissen ja noch nicht mal, was es hier in dem Level überhaupt für ein Item gab. Hätte ja sein, also könnte ja gut sein. Ich wollte schon sagen. Ist nicht dein Ernst, oder? Das Secret Exit führt weiter. Ja, guck mal, das Level hier in der Mitte ist halt doof, dass wir das jetzt nicht haben, ne? Das wäre voll gemein. Na gut, dann muss das so sein. Ich komme jetzt für den letzten Raum Yoshi. Mein Inventar ist voll, ja. Okay. Ja, ich habe überlegt, ob ich da Item hole, dann ist mir aufgefallen, ich sollte eventuell erst mein Inventar checken. So, Royce fließt Gefahr am Fließband feste. Und wir starten links, richtig? Ja, ist tatsächlich so, wir starten hier links. Das ist ja krass. Das hätte ich nicht gedacht. Lauf! Leben? Ja, schade. Genau das, was ich nicht unbedingt brauchen musste. Na egal. Das ist voll okay, wie es ist, Mann. Da kann ich rauf. Ja! Dass ihm das nicht so heiß ist, wundert mich. Das war Skill. Purer, absoluter, grandioser Skill. Das sieht einfach nur albern aus. Ey, freut ihr euch auch schon so sehr auf Mario Maker 2? Bei der Nintendo Direct angekündigt. Also ich muss sagen, ich freue mich eigentlich schon ziemlich drauf. Würde ich mir wirklich auch holen, weil es eigentlich ein ziemlich geiles Games ist, so, ne? Und das war's. Aber gut, da wissen wir jetzt auch, dass da nichts ist. Immerhin etwas. Etwas, was nicht unbedingt gut ist, aber etwas. Und wir wissen auch, dass das Ding einen Hintereingang hat, der wahrscheinlich schneller zu Roy führen würde. Ich würde dann, also wenn wir das schaffen sollten, hier in dem Part, würde ich tatsächlich einmal das Level normal spielen. Und einmal von der Rückseite aus, also von der Roy-Perspektive sozusagen. Ist egal, dass das weg ist. Lieber so als, naja, gut. Das ist ungünstig, Mann. Ja, Mario Maker 2, freue ich mich eigentlich schon drauf. Also hätte ich Bock drauf, würde ich glaube ich auch sogar ein paar Videos zu machen. Ja, wie kommt man hier hin? Ach, auf dem kleinen Block rauf. Ja, da wäre ein Leben drin gewesen. Ja gut, dann ist mir das auch egal. So. Ja, das ist jetzt natürlich super, dass ich das vorher wusste. Ja, hat sich damit dann auch erledigt. Es gibt Eisblumen, wie zu erwarten. Ja, was soll es auch sonst sein? Stimmt, die kann ich jetzt vernichten. Ja! Ich kann euch vernichtend schlagen, Mann. Oh, ja. Wenn ich das Ding da aktiviere, fallen die Blöcke alle runter. Ziemlich sicher. Ich bin einfach nur gut. Ich bin ein Gott, bin ich. So, genau. Und hier würden wir von rechts halt einfach, hier wären wir halt direkt gleich beim Boss. Ich sehe da schon, das ist da, wo wir eigentlich gestartet sind. Also es wäre, okay, dann müssen wir das nicht machen. Aber das ist ja schon echt geil. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf der Rückseite tatsächlich auch eine Münze ist.
Es wäre zu erwarten. Zwei hier vorne und einen auf der Rückseite. So, dann machen wir jetzt Roy fertig, der Schickimicki-Pinky-Man. Let's go. Oh nein, was hat der denn? Einen Raketenwerfer? Der Kugelwilliwerfer. Roy, kannst du mal... Roy, hallo. Kannst du runterkommen? Gracias. Okay, hier. Boah, Leute. Was ist mit ihm falsch? Oh, ich wollte ihn gar nicht anspringen. Jo, der geht irgendwie fünfmal hin und her. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Ich wusste ja nicht, dass er genau unter mir stehen bleibt und dann sich enttörtelt. Ja gut, passiert, würde ich sagen. Mensch, Leute, wir sind bei der letzten Welt. Wie cool. Ja. Tschüssi. Geh mal zu Daddy. Also, zu dem Boss. Eigentlich Daddy ist es ja nicht. Wolken. Zuckerwatten Wolkenzone. Kamek. Und Ludwig. Wenn ich mich recht entsinne. Ich hab jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr Smash gespielt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es Ludwig ist. Aber ich kenne nicht alle Koopalinge. So, wir haben jetzt alle Zonen erfolgreich betreten. Und ich würde sagen, wir starten einen Himmel voller Blöcke. Let's go. Okay, der Ladescreen ist süß. Die Wölkchen mit den Gesichtern. Boah. Also entweder die sind in Blasen gefangen oder die werden gefressen. Also alle, egal wie, es ist einfach nur mies. Ah nein, Autoscroller-Level. Incoming. C, C! C! Kein C. Ich versuche mich gerade hier zu konzentrieren, Mann. Da oben ist garantiert. Ja, da oben. Komm ich nicht hin. Schaff ich nicht. Ach ja, ich kann mit Yoshi ja nicht keine Wandsprünge machen. Ja, gut, das war's. Schade. Nein, Yoshi. Oh, das wäre schlimm, Mann, ja. Was würde ich ohne dich machen? Mein kleiner, süßer Fratz, oh Mann. Ah, der singt so schön. Es ist so geil. Da ist eine Münze drin. Nee, schade. Ah, das wäre... Oh, ein Leben! Oh, noch ein Leben! Da ist eine rote Münzen-Dingens drin. Zack, weggesnackt. Da-ba-da-ba-ba. Boah, noch ein Leben. Ey, das ist ja voll krass, um Leben zu farmen. Das ist auch voll unnötig, weil ich habe 52 und ich bin schlechter Spieler. Wie viel haben denn erst Profis? Die haben ja jetzt schon längst 99, oder? Ah, ich kann nicht stompen. Okay. Gut, also die Level darf man nur ohne Yoshi machen. Shake it, Baby! Shake it! Ich merke gerade, wie OP das ist. Blip, blip. Ist ja voll OP. Wir haben nicht eine Münze, aber ist mir voll egal. Wir wissen, wo alle drei sind. Es ist schön. Alter, ist ja voll OP. Richtig geil.
So, der Part wird heute immer wieder ein bisschen kürzer. Ja, wir schauen jetzt nochmal, was es für Level gibt und dann... Ich find's auch cool mit diesen bunten Hölzern hier. Mega nice. So. Wipppilz-Rodeo haben wir als nächstes und danach haben wir noch... Hin- und Herhügel. Ah, das klingt nicht so cool, aber die Wipppilz... Rodeo-Dinger, da werde ich richtig abfrusten, aber die werden cool. Gut, dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und für den Fall, dass ihr keine Folge verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out on Raccoon Style Play. Ciao. Voll die Animal Crossing Musik, richtig chillig.